Heute geht's im Video mal wieder darum, was neu in meinem Barfach ist. Moin Leute, herzlich willkommen bei Malte und Marc Talk Malls und heute geht es mal wieder um den Schrank hinter mir und das, was da neu bei mir eingezogen ist. Einige der Whiskys habt ihr während des Monats schon in der Besprechung gesehen und ich habe da auch schon gesagt, dass ihr sie heute im Video wiedersehen werdet. Einige Tropfen sind noch nicht vorgekommen und ich will euch jetzt einfach zeigen, was ist im Mai 2021 bei mir neu im Schrank. Warum habe ich die Whiskys gekauft? Wie gefallen sie mir, wenn ich sie schon probiert habe? Nur ein kurzer Einblick, natürlich keine volle Besprechung jeweils. Und so könnt ihr vielleicht ein bisschen besser einordnen, ein bisschen besser sehen, was mich interessiert, wo gerade auch mein Interesse liegt. Das verschiebt sich ja auch ab und zu mal, dass man sagt, okay, jetzt finde ich das spannender, jetzt gehe ich mehr auf den Fasstyp oder auf die Brennerei. Vielleicht auch, was sind Überraschungen und was erwartet euch so an Besprechungen in den nächsten Wochen, weil eigentlich alle Flaschen, die ich gekauft habe, werden früher oder später auf jeden Fall mal hier auf dem Kanal landen. Wir fangen an mit den Flaschen, die ich gekauft habe und dann geht es natürlich auch wieder zu den Flaschen, die ich in der Krüger-Auktion erstanden habe. Also viel Spaß! Ihr erinnert euch vielleicht noch aus dem letzten Rückblick, was ich gekauft habe im April, an diese Flasche Enoch 12 Jahre. Und da habe ich schon gesagt, den habe ich in der Auktion ersteigert, ist ungefähr 1995 in die Flasche abgefüllt. Ihr seht, die ist mittlerweile auch unter Freunden aufgeteilt worden und fast leer, aber ein bisschen habe ich noch. Und dazu passend habe ich mir jetzt, auch das hatte ich schon angekündigt, diesen Monat den aktuellen Enoch 12 Jahre gekauft. Absolute Standardabfüllung, aber aus einer Brennerei, die ich finde, die auch heutzutage total unterschätzt ist, wo ich immer sage, Leute, redet nicht so viel drüber, weil die noch einen guten Whisky zu einem guten Preis anbieten. Ja, und jetzt werde ich demnächst also, das bietet sich natürlich an, das Enoch 12 Jahre Vergleichsvideo machen. Beide haben 40%. Und naja, stammen logischerweise aus der gleichen Brennerei. Ich bin gespannt, was sich verändert hat über, ja, was sind das, 26 Jahre Unterschied. Dieser hier wahrscheinlich so destilliert 2008, dieser destilliert noch in den 80ern. Also das auf jeden Fall ein spannender Vergleich und da musste einfach diesen Monat dann halt die Flasche vom neuen Enoch 12 Jahre mit ins Barfach. Die zweite Flasche, die ich vorstellen möchte, ist ein, ich will nicht sagen Impulskauf gewesen, aber schon eine Abfüllung, wo ich die Ankündigung gesehen habe und dann direkt gehandelt habe, weil ich dachte, ja, vielleicht ist der auch relativ schnell weg, aber jetzt, wo ich das Video drehe, Ende Mai, ist er zumindest gerade heute noch verfügbar. Wovon rede ich? Ich rede vom Glendronach 12 Jahre abgefüllt durch Hart Brothers für deinwhisky.de. 57,5%, 12 Jahre First Fill Sherry Butt, destilliert im Januar 2009, abgefüllt im März 2021. Ja, wieso habe ich die gekauft? Zum einen, deinwhisky schickt mir häufiger mal Samples. Ich konnte da also sehr viel von den exklusiven Abfüllungen probieren und war immer sehr angetan. Das ist nicht immer alles in meinem Preisspektrum, da sind auch manchmal sehr teure Abfüllungen dabei, aber die sind eigentlich alle super lecker gewesen. Und Glendronach ist ja eine Brennerei, die ja einen sehr guten Ruf hat mittlerweile, aber es ist bei mir vor allen Dingen eine Brennerei, die ich am Anfang meiner Whisky-Zeit, so vor 8, 9 Jahren, sehr gerne getrunken habe. Da gab es doch die ganzen Standardabfüllungen für einen unglaublich guten Preis. Ja, also den 15er für unter 40 Euro, den 18er für um die 60 Euro und ich glaube, den 21-Jährigen habe ich mal für 74 gekauft oder so. Und dafür war einfach die Qualität dann genial. Seitdem die bei Brown-Forman sind, stehe ich dem Ganzen ein bisschen kritischer gegenüber. Ich finde einfach, man merkt hier, dass
auf, nicht auf Masse gemacht wird, aber dass man halt, dass es jetzt auch darum geht, Geld zu verdienen in einem ganz anderen Maße, als es vorher der Fall war. Die Preise sind extrem angezogen, die Marke ist extrem populär geworden. Das geht ja dann auch Hand in Hand. Und ich habe mich ein bisschen ja von Glenronach theatralisch gesagt abgewendet, habe gesagt, andere Brennereien haben ebenso schöne Whiskys und die finde ich dann besser. Und deswegen war diese Abfüllung hier jetzt einfach eine schöne Möglichkeit, mal wieder sozusagen zurückzukehren, zu gucken, was da los ist. Mich hat der Whisky sehr überrascht. Es ist ein heller Sherry, würde ich tippen. Sehr auf der kräuterigen, würzigen Seite, keine rote Fruchtbombe, definitiv anders als erwartet, das heißt nicht schlecht, mir vielleicht ein bisschen zu würzig, zu eichig, aber wer sowas sucht, da kann ich den auf jeden Fall empfehlen, kommt aber noch im Video und dann werde ich mich nochmal ausführlich mit dem beschäftigen. Als drittes kommt eine absolute Überraschung für mich. Als ich den Glendronach gekauft habe, habe ich den hier im Shop gesehen. Und das, wenn das schon ein Impulskauf war, dann war das hier ein absoluter Impulskauf. Das ist nämlich der Blatnoch Vinaya. Der war gerade neu, kostet knapp unter 50 Euro, je nachdem, wo ihr ihn kauft. Und ja, ich habe gedacht, ach, Blatnoch fand ich immer cool, aber die Abfüllungen waren mir einfach zu teuer. So, und der hier jetzt als NAS, aber mit einer coolen Story, nämlich Destillat nach der Wiedereröffnung nach 2017 und aber auch welches von vor der Schließung, ich glaube, die war 2009 ungefähr, hier vermählt, um so ein bisschen das zusammenzufügen, so die neuen Besitzer und das alte aus der Brennerei. Wir haben ihn probiert im Livestream. Da habe ich den Flo und Marc als Blind Sample untergejubelt und war erstmal total erstaunt, wie unglaublich gut die den analysiert haben. Ja, also Flo hat zum Beispiel gesagt, er hat irgendwie so was Junges, ob da Virgin Oak mit drin ist und aber auch irgendwie was Älteres und so, ohne wirklich, ohne zu wissen, was sie im Glas haben. Es ist eine Bourbon- und Sherry-Lagerung und der ist wirklich, wirklich unglaublich lecker, kommt in einer ganz tollen Verpackung. Die ist hier, das ist nicht so ein billiges, einfach nur so ein Pappkarton, sondern der hat noch so eine Musterung, ist so ein bisschen wie so ein Fake-Leder. Alles sehr hochwertig, tolle Flasche und hat einfach eine unglaubliche Karamellnote, wenn er aus der Flasche kommt. Ganz, ganz toller Whisky. Und wie gesagt, einfach mit dem Glendronach dazu in Warenkorb gehüpft. Hat mir sehr gut gefallen. Wird auch noch im Video kommen. Ist offen auf jeden Fall. Und ja, ganz toll. Lowland Brennerei, die vielleicht nicht jeder auf dem Schirm hat. Blatnoch Vinaya. Zwei Whiskys habe ich noch. Diesen hier kennt ihr schon. Den habe ich nämlich tatsächlich schon besprochen. Ockentoschen 1999. Bordeaux Cask Matured, 11 Jahre alt, 58%. Ein ganz, ganz toller Whisky. Einer von zweien, die ich bei Krüger dieses Mal ersteigert habe. Warum habe ich auf den geboten? Zum einen, weil er im Preis recht attraktiv war. Der ging zum Ende noch ein bisschen hoch. Ich habe ihn dann für 80 Euro bekommen. Ich denke, das ist so das obere Limit, was man für einen 11-jährigen Whisky ausgeben kann. Der wurde 2011 abgefüllt, im Video gesagt, glaube ich 2010, also er wurde aber 2011 abgefüllt, muss dann also so von den Jahreszahlen halt so, dass es 11 Jahre irgendwie hinkommt, muss man mal rechnen, wie das funktioniert. Vielleicht lag der auch noch eine Weile irgendwo in einem Tank rum, keine Ahnung. Warum habe ich den gekauft? Preislich in Ordnung und dann aber einfach persönliche Geschichte. Ockentoschen war die erste Brennerei, die ich in meinem Leben besucht habe mit Flo. Und da hatten wir einen Bordeaux Single Cask direkt im Warehouse, wo mit so einem Valinche das direkt rausgezogen wurde. Wir hatten eine Tour, nur wir beide haben ungefähr so viel im Glas gehabt und das war ein ganz, ganz toller Whisky. Wir sind damals so städtetrip-mäßig nur mit Handgepäck geflogen, wir konnten dann nichts mitnehmen. Dann gab es die witzige Geschichte, dass meine mittlerweile Frau in Glasgow auf einer Konferenz war und dann mit ihrem Chef zu Ockentoschen ist. Der hat das dann mitgenommen.
Und dann ist es irgendwie über verschiedene Umwege, ist die Flasche dann doch noch ungefähr ein halbes Jahr später bei mir gelandet. Also ganz viel Erinnerungen, ganz viel Geschichten. Das ist auch alles jetzt schon 4, 5 Jahre her. Und da dachte ich, das hier ist doch einer, der so ungefähr da dran kommt. Ich finde, Ockentoschen, der Brennerei wird mit den Abfüllungen sehr viel Unrecht getan. Die können höhere Alkoholgehalte ab. Und dann bringen sie richtig Spaß. Vor allen Dingen Rotweinfässer, die ich eigentlich sonst nicht so toll finde, gefallen mir hier immer sehr gut. Eine Empfehlung von mir wäre zum Beispiel auch der Blood Oak, der keine Altersangabe hat, aber halt auch so eine Rotweinfasslagerung und ich meine 48%. Ja, und so kam es, dass ich dann bei dem mitgeboten habe und ihn auch ersteigert habe. Ockentoschen 1999, Bordeaux Cask matured. Es wird mal wieder eng hinter mir im Regal. Ja, die letzte Flasche, also diesen Monat gab es dann 5 Stück, ist auch ersteigert worden zu einem sehr guten Preis von mir. Das ist ein Glenlivet Nadura. Ja, gälisch für Natural steht hier direkt oben drauf. Und das ist Batch Nummer FF0117, 59,1%, bottled 01 2017, und die Naduras sind Fassstärken-Editionen von Glenlivet, die aus verschiedenen Fässern kommen, und das hier ist jetzt ein American Oak Cask, First Fill White Oak steht hier auch noch drauf. Es gibt auch Sherry, es gibt auch teilweise andere Fässer, und die kommen aber immer in kleinen Batches raus. Ich habe 40 € für den bezahlt, was ein Schnapper ist. Das heißt, der war in der Auktion auf jeden Fall günstiger als im Handel, selbst mit den Gebühren drauf. Und die Naduras werden auslaufen. Das heißt, da gibt es keine neuen Abfüllungen mehr. Insofern dachte ich, ach, so ein Stück Geschichte, sage ich mal, sowas, was mich auch über meinen Weg begleitet hat, als so eine Fassstärkenabfüllung, die mir immer gut gefallen hat, die kann jetzt einfach nochmal in meinen Schrank kommen. Design finde ich ist ganz spannend, weil es so ein bisschen anders ist, ein bisschen moderner hier unten mit so einem Stempelaufdruck und so, als die anderen Glenlivets, die ja sehr auf dieses Klassische bedacht sind, was ich auch cool finde. Ja, Glenlivet Nadura nimmt man einfach mal mit, wenn sich die Gelegenheit so bietet. Und das ist meine 5. und letzte Neuanschaffung im Mai 2021. Der Mai war also etwas ruhiger als der April, was die Neuanschaffungen angeht. Dieses Mal keine gesponserte Flasche dabei, nichts, was mir geschickt wurde, alles selbst gekauft und dann in Teilen geteilt. Ich finde eine schöne Bandbreite. Ich habe mich jetzt nicht auf was Besonderes spezialisiert. Ein bisschen Impulskauf dabei, ein bisschen Nostalgie dabei. Einfach schön, ja, mal zu sehen, was die Whisky-Welt so alles für einen bereithält, finde ich, und einmal wirklich die Bandbreite dieser Spirituose hier aufgezeigt. Ja, ich bin schon wieder heiß am Bieten bei Krüger. Es ist bald Auktionsschluss, kommendes Wochenende, wenn ich dieses Video drehe, also noch in der Zukunft, wenn ich es veröffentliche, schon wieder in der Vergangenheit. Die Zeit rennt einfach. Ich bin super gespannt, was ich da ersteige. Das werdet ihr dann wieder im nächsten Video im Juni sehen. Dann kommen auch bald wieder die neuen Videos zum Whisky des Jahres. Die Verkostungen gehen natürlich weiter. Es ist auf jeden Fall sehr viel Spannendes geplant. Wenn ihr mit dabei sein wollt, dann drückt doch bitte abonnieren. Das freut uns immer sehr. Die Hälfte der Zuschauerinnen und Zuschauer haben nicht abonniert. Und ihr werdet einfach informiert, auch über die Livestreams, über neue Videos, wenn ihr das wollt. Und wenn euch das nervt, dann könnt ihr die Glocke auch ausmachen. Dann seid ihr einfach sozusagen stiller Teil und unterstützt uns hier bei Malte und Marc Topmalz. Das wird uns auf jeden Fall super freuen. Ja, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Dann gibt es auf jeden Fall wieder eine Verkostung. Bleibt bis dahin gesund, passt auf euch auf. Habt immer einen guten Whisky im Glas. Ciao.